Ist München die Hauptstadt einer Bananenrepublik? Ich werde Ihnen erzählen, wie ich darauf komme. Stellen Sie sich vor, es treffen sich regelmäßig in einer Gaststätte ein paar Oppositionelle und diskutieren miteinander. Und dann taucht nach ein paar Wochen ein Fotograf auf, in Stasi-Manier, der die Gäste alle abfotografiert. Noch ein paar Tage später sind auf dem Boden Sprüche aufgemalt, aufgeschrieben, aufgesprüht, man sollte die Leute, die dahin gehen, angreifen. Dann kommt eine Demonstration. Angeblich besorgte Nachbarn stellen sich hin und protestieren gegen diese schlimmen Oppositionellen, die sich da treffen. Fragt man wirkliche Nachbarn, erfährt man, dass kaum eines dieser Gesichter bekannt ist. Also, das heißt, diese Opposition ist hier herangekarrt worden, diese Demonstration ist hier organisiert worden. Und wenn dann der Wirt immer noch nicht ausreichend eingeschüchtert ist, dann kommt die Verwaltung. Dann wird der Wirt überprüft, ob denn in der Küche alles sauber ist. Und zwar wird viel mehr geprüft als sonst. Dann wird gefragt, ob vielleicht die Tische, die der Wirt draußen hat und wo er vielleicht das beste Geschäft machen kann, am Gehsteig draußen, ob die Tische nicht jetzt gefährdet sind, weil ja durch diese bösen Oppositionellen, die er zu Gast hat, jetzt die Protestierer angezogen werden. Und wenn das immer noch nicht reicht, dann kommt das große Geld. Dann kommt die Hausverwaltung oder kommt eine Brauerei und droht dem Wirt mit Kündigung. Und das alles, meine Damen und Herren, passiert das vielleicht in einem Südseestaat, der sein Geld von ein wenig Tourismus verdient und ansonsten nicht allzu sehr auf Rechtsstaatlichkeit angewiesen ist? Oder passiert das in der Bundesrepublik Deutschland, in der der Rechtsstaat gerade dabei ist zu zerbröseln? Leider, Sie werden es ahnen, ist das Zweite die Wahrheit. Solche Dinge sind in München schon mehr als einmal passiert. Und deshalb frage ich den Kreisverwaltungsreferenten Dr. Böhle, was das auf sich hat mit diesem Verwaltungshandeln. Deshalb frage ich den Oberbürgermeister Reiter von der SPD und den Vizebürgermeister Schmidt von der CSU, ob denn diese Zustände wirklich normale Demokratie sind oder ob sie eine Verfallsform der Demokratie sind. Ich fordere kein Geld mehr für linksradikale Vereine, die Fotografen in Stasi-Manier zu Andersdenkenden hinschicken. Kein Geld mehr für die Treffpunkte von Linksextremisten, wie es in München zum Beispiel das Café Marat ist. Stattdessen städtische Räume für alle demokratischen Parteien, damit sie sich treffen können. Ich fordere ein Ende dieses Weges in eine schleichende DDR 2.0. Ein Ende des schwarz-rot-grünen Sumpfes in München. Und stattdessen eine Öffnung. Eine Öffnung zu einer Demokratie für alle, zu einer wirklichen, vollen Demokratie in München.